woher muss das Holz ja auch kommen, oder? In Europa sind mehr als 99% der Wälder genutzt, teilweise intensiv genutzt, teilweise werden sie bewirtschaftet wie ein Acker. Sprich, man pflanzt Bäume in Reihe und Glied und erntet sie nach einer gewissen Zeit, 60, 80, 100 Jahren, wieder ab. Das ist die Realität auf 99% der Waldfläche Europas. Weniger als 1% der Waldfläche in Europa ist noch in einem Urzustand, naturnahen Zustand. Und ich bin überzeugt, dass sich Europa das leisten kann, diesen 1% an Urwäldern, an Naturwäldern noch zu erhalten. Wie soll das stattfinden, dass man diese Urwälder noch schützt? Theoretisch sind Urwälder geschützt. Es gibt das Natura 2000 Netzwerk, es gibt die Habitatrichtlinie, die Vogelschutzrichtlinie, die besagen, dass Habitate nicht verschlechtert werden dürfen. Das schließt nicht aus, dass man natürlich Ressourcen auch nutzt, also dass man Forstwirtschaft betreibt, aber eine Verschlechterung ist verboten. Und wenn das Risiko besteht, dass eine Verschlechterung passieren könnte, durch Holzeinschlag zum Beispiel, dann muss man eine sogenannte Naturverträglichkeitsprüfung machen. Und wenn die ergibt, das Risiko ist zu groß, es kommt zu einer Verschlechterung für die Habitate und für die Arten, die dort leben, dann ist der Eingriff verboten. Das sagt Natura 2000. Ich bin mal überzeugt, dass in diesem Natura 2000 Gebiet, Fageraschgebirge, keine Naturverträglichkeitsprüfung stattgefunden hat, weil sonst wird das hier nicht so aussehen, sonst wäre hier noch ein Urwald. Urwälder kann man nicht verbessern. Ja, es ist ja jeder Eingriff eine Verschlechterung für die Urwälder. Das heißt, eine Möglichkeit, die Urwälder zu schützen, wäre, die Gesetze in Europa ernst zu nehmen und sie umzusetzen, indem man Natura 2000 auch Punkt und Strich umsetzt. Das passiert leider in den meisten Ländern nicht und in Rumänien überhaupt nicht. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man die Waldbesitzer freiwillig dazu bringt, diese letzten Reste von wilden Wäldern zu schützen und dass man auch Budgets auftreibt, um die zu entschädigen, weil die sollen natürlich keinen Nachteil haben, wenn sie ihren Wald nicht mehr nutzen können. Es gibt viele Modelle, wie man Wald schützen kann. Es gibt auch viele Modelle, wie man den Wald naturnah nützen kann, aber Nutzung hat in Urwäldern meiner Ansicht nach nichts verloren.